Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit mir in den Kabin. Und ja, jeden Tag nach der Horde. Ihr seht, ich bin hier schon wieder am Rumrödeln. Ja, also oben den Garten habe ich jetzt doch mich entschieden, ich lasse den doch da. Scheiß drauf. Ich werde das einfach besser absichern. Ich habe da jetzt schon ein bisschen angefangen. Ich werde da nämlich Streben ziehen. Ich habe die Schnauze voll. Dann sollen sie eben halt hier ein bisschen rumspielen. Wir haben das die ganze Zeit überlebt. Das wird auch schon so funktionieren. Dann habe ich... Gut, das war jetzt nicht so... Okay. Na, gleich. Dann habe ich mir schon unten was einfallen lassen. Ist nicht so gut gelaufen, wie ich mir gedacht habe. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Zeichnet euch. Ich habe ja gesagt, ich will da irgendwie so einen Kasten oder sonst irgendwas hinsetzen. Und ich sag mal so... Im Kopf hat es besser funktioniert, als es jetzt ist. Okay, es scheint jetzt erstmal ein bisschen sicher zu sein. Jetzt gucken. Also ich muss mal nebenbei immer so kurz nach links schielen. Mein Monitor ist da, der zweite. Ich kann nämlich jetzt alles schön in Ohren behalten. Das Dumme ist, ich kann den nie an der Wand schrauben. Der Standfuß ist komisch. Habe ich den mit einem Gewicht verklemmt auf den Tisch? Er steht noch, aber es ist nur eine Zwischenlösung. Ja, zurück zum Thema. Das ist mein Kasten, den ich gebaut habe. Ich habe gedacht, natürlich habe ich das erst hingebaut und dann nachgedacht. Und zwar habe ich gedacht, ich kann das jetzt hier so rinzwirbeln. Und zur Verbindung wollte ich eigentlich hier einen Leiter hinbauen. Dass ich da oben, da wisst ihr, so das verbinden kann. Das Problem ist eben halt, das nimmt ja einen ganzen Block ein. Also es wird nicht funktionieren. So, das ist nämlich das Problem. Also, das ist halt für Schmurks. Ich vielleicht, nee, so komme ich auch nicht ran. Ich kann auch keinen Block hier setzen. Das ist alles nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Jetzt habe ich mir schon gedacht, dass ich das hier komplett wegkloppe. Aber dann komme ich ja hier auch nicht mehr an hier ran. Wenn ich das hier wegkloppe, bringt mir das auch nichts. Ich glaube mal nicht. Ich könnte da zwar eventuell einen Block hinsetzen. Ah ne, dann stört die obere Reihe. Muss meine Knie gehen. Für euch würde wahrscheinlich nie so laut sein, aber mir platzt gerade Trommelfell. Ah, ich kann es ja jetzt nachkorrigieren. Moment mal. Ich wollte doch ja nicht weg haben. Ich will doch den anderen weg haben. Na toll, dann kann ich die nächsten Villa aufwerten. Ach, das ist doch heute schön. Ich bin mir froh, dass wenigstens etwas hier funktioniert. Dann baue ich mir da irgendwie eine Treppe hoch oder sonst irgendwas, nur dass ich ein Stück höher gucken kann. Das müsste ja eigentlich reichen, aber schützen wird das auch nicht, wa? Jetzt überlege, das ist nämlich ein kleines Problem, dazu kommen wir gleich. Mit was ich überhaupt nicht gerechnet habe oder eingeplant habe. Aber das klären wir gleich. Beziehungsweise ich zeige es euch gleich. Weil geklärt ist es ja neu. Dann wird ja schön. Weil noch können sie explodieren und spucken und das geht kaputt. Die Kacke. Naja. Vielleicht hätte ich das erstmal so ausprobieren sollen und später, wenn es nicht funktioniert tut, hätte ich es abbauen können. Aber nee, ich musste es ja aufwerten. Ich blitzbohne. Naja. Gut, jetzt soll ich gucken, ob ich da einen Block hinsetzen kann. Einer müsste, ja, einer reicht doch schon. Kann ich doch hier hoch und dann so. Ist nie die schöne Art, aber es funktioniert. Ich lasse das so. Ich komme jetzt daran, ich kann das verbinden. Ich muss bloß das Tor da vorne ein bisschen verbessern. Aber was ich mitgekriegt habe, ich glaube, der Monitor, ja, wie gesagt, ja, das ist das Problem, wenn du die Brauchkurven tust. Stand nie dran, ich glaube, der ist aus dem Raucherhaushalt. Nicht, dass mir Raucher stören in der Hinsicht, aber er müffelt. Da muss ich irgendwas machen. Keine Ahnung, was. Ich werde den nachher erstmal polieren.
Wie gesagt, ich hab den gleich angeschlossen, ich wollte ihn testen. Sollte man eigentlich nicht machen. Gut, also. Wie gesagt, diese Blöcke nehmen ja, trotz wo sie bloß halb so groß sind, nehmen sie ja einen ganzen Block ein. Ich komme ja nicht bis unten hin. Hey, ich hab immer einen Block belacht. Also quasi könnte ja hier einen Hohlraum lassen, das wäre ja nicht das Problem. Aber noch einen zweiten Block ansetzen. Aber was ist denn hiermit? Könnt den zwar hier hinsetzen, aber ihr seht, normalerweise würde ich jetzt den hinteren Block weg. Ich wollte gerade sagen, funktioniert. Wegkloppen, aber das funktioniert ja nicht, weil eigentlich ist der ja hier neben. Also ich müsste den hier wegkloppen und das wäre dann kacke. Das wäre nicht so gut. Bin ich bescheuert? Ich kann den noch wegkloppen. Das spielt doch irgendwie ja kein Walzer. Ich muss da mal was ausprobieren. Hoffentlich mache ich jetzt... Ja, gut. Ist ja nie so schlimm. Das soll ja bloß da am Block ran und dann kann ich das nämlich da ransetzen, dann ist es nicht safe. Rubik. Wir werden es gleich raus haben. Quasi will er... Das Probierding. Von was ich die ganze Zeit rede. Wir haben jetzt wieder ein bisschen Zeit. Wir können ja ein bisschen rumprobieren. Alles kein Problem. Plong. Kann ich mich das da hinsetzen? So. Und jetzt kann ich mich den da ransetzen. Das ist nämlich jetzt trotzdem zu. Sieht zwar eine Schnicke aus, aber ich glaube, das wird seine... Den Zweck erfüllen. Hier bloß noch. Aber hier an der Ecke, das kann ich doch ja nicht machen. Aber da kann ich auch einen Block drin setzen. Aha. Dann ist das Ding auch zu. Ich glaube, das könnte funktionieren. Wie gesagt, um die Schönheit machen wir uns später einen Kopf, wenn alles steht. Alter, und ich muss das pro Seite zweimal machen. Und ich habe vier Seiten. Es könnte ein wenig dauern. Nimmt nicht die Bohrer. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also ich weiß es schon. Die Lautstärke ist scheiße. Jo. Na gut, dann lass ich das. Dann mache ich die da unten weg. Dann mache ich das zu. Ich glaube, das ist... eine semi-schlechte Idee. Also die ist nicht komplett schlecht, aber gut ist es auch nicht. Vorsicht, dass ich mit meinem Arsch da dran schubber. Ja, klar. Habe ich aber mit dir rechnet. Aha. Du Spiel. So nicht. So. Dann machen wir das Ding jetzt dazu. Komplett zu. Und ich kann dann die Teile immer von oben rin setzen. Genau. Was habe ich denn nun schon wieder gemacht? Das ist doch völlig falsch. Ich mach mal das nochmal weg, wa? Kacke, aber hoch. Das wäre eine doppelte Verstärkung. Ich brauche eine Verstärkung. Na gut. Nochmal. War mit Absicht. Muss so oder so aufgewertet werden. Es könnte was werden. Blödsinn könnte es werden. Aber vielleicht ist es ja, wie gesagt, wenn es auch aufgewertet wird. Es könnte ein bisschen Schutz geben. Ein bisschen. Bitte, da hinten muss ich zumachen. Hätten wir überhaupt nicht. Das ist aber machbar. Ich hätte einfach da jetzt so ein Ding ansetzen, müsste ich ja rüberkommen. Entschuldigung. Kopieren. Nee, ich hab das nicht kopiert. Warum macht er das nicht? Hey.
Dann dreh ihm halt nochmal. Ja, kein Problem. Hauptsache zu. Die Hauptsache ist, das Ding ist zu. Erstmal hier reparieren. Das hat keiner gesehen. Wie gesagt, nicht schön, aber wahrscheinlich sicher. Also auf jeden Fall sicherer als vorher. Dann muss ich mir hier noch eine zweite Sicherheitstür bauen. Eine bessere. Wie gesagt, ich kann jetzt quasi rein theoretisch. Mal einen hatte ich da genau. Aber so hat von genau und ich habe kein Tool mit bei. Kein Problem, ich renne mal schnell hoch. Ich hol uns mal eins. Das Ding, das läuft. Bin das ja nie gewohnt. Na gut, wie gesagt, ich muss mir erstmal dran gewöhnen. Vorher war ein kleines Handy, jetzt habe ich ein Display hier. Neben mir zu stehen. Normalerweise müsste über den anderen Monitor sein. Oder? Wie gesagt, ich musste mir heute erstmal den neuen Standfuß bestellen. Und das wird eine Weile dauern, bis das ankommt. Gut. Rechne mal mit nächste Woche. Jedenfalls sind sie schneller da als meine Schuhe, ich Idiot. Mir Schuhe bestellt. Jute aus Holland. Kann nur eine Weile dauern, weil sie nicht aus Holland kommen, sondern aus England. Ich verstehe das nicht. Gut, hätte mir auffallen können. Seit wann bezahlen die in Holland mit Pfund? Idiot. Naja, gut. Achso, Tool. was wollte ich jetzt hier oben? Keine Ahnung. Draußen war kalt, Tür ist offen, bin ich drin gegangen. In der Tool. Da ist es. Ich hab's. So, sag mal, ich bräuchte mal ganz schnell. Also ganz schnell für meine Verhältnisse schnell. Moment, das ist der Motor. Da sind die Federn, die ich gerade gesucht habe, aber nie gesehen habe. Und jetzt geht die Suche da los. Nee. Drückt das richtige Karabin. Nicht schon Villa. Hä? Sag mal. Warum verstecken sich die Motoren? Ach, da sind sie noch. Verstecken sie immer von mir. Geht denn hier noch Teile? Vielleicht muss das auf jeden Fall runterdrehen. Muss nachher nochmal den Sound richtig einstellen. Weil. Das ist mir jetzt zu laut. Auf die Ohren. Siehst du? War das eine Tresortür? Es war eine. War mir nicht sicher. Eine Tresortür war oder eine Sicherheitstür. Ach, Stahl. Da hab ich doch. Nee, vier Stück. Kein Problem. Ist, war, hab ich gedacht, nicht in der Mache. Na, dann machen wir was. Ohne Eisen. Okay, denn doch nicht. Aber bald. Ich habe ja hier auch noch zwei Mannies. Sollen ja auch noch hier drin. Was kostet die Welt? Ich kaufe sie mir. So, was ist denn überhaupt mit dem Beton? Ist der denn schon... Ich habe ja da auch ein bisschen was angesetzt. Nee, noch nicht ganz. Das ist hier noch machen. Das Türchen, das dauert eins wie Sekündchen. Falsche Tür. Ich glaube, wir holen uns erstmal ein Paket. Da wird der größte Schmuh drinne sein. Na, aber ja. Die Horde ist vorbei. Ich darf mir ein bisschen Schmuh leisten. Alles gut. Alles im grünen Bereich. Mach das Brett auf. Ich komme raus. Ja, dann müssen wir ihm halt noch mal ein bisschen Eisen bullen gehen. Hilft ja alles nicht. Wandmut, das Mut. Mit der 400 Meter. Eine Uschi mit bei. Naja. Ich geh mal hier zu Fuß, wa? Übrigens, ich... Moment mal, ich muss mal was kriegen. Ich hab nämlich...
Kerl. Ich habe mich hier... Ja, wird mitgezählt. Jetzt fehlt mir bloß noch ein Hirsch. Ich habe nämlich letztes Mal hier durch die Stadt, wo ich durchgepiest bin, einen Bären erwischt. Der stand auf jemand vor uns. Dann habe ich abgedrückt. Nee, du bist ein Huhn. Das gehen hier bei. Und dann war die Sache, Geschichte. Ja, wie gesagt, also Reh, keine Ahnung. Ich habe schon lange keins mehr rumhuppeln sehen. Also irgendwie scheinen die total selten geworden zu sein. Hier ein Loch. Weil ich hier gebuddelt habe. Was habe ich denn hier gebuddelt? Eisen. Wird Eisen gewesen sein. Sieht ziemlich eisenhaltig aus. Ja, ja, ja. Ich bin gespannt, was ich jetzt kriege für einen Schmund. Aber das ist erstmal Loot. Und wir wissen, das ist gut. Für mich. Und für den Loot. Genau. So. Da räuchert es, da raucht einer. Mal hin, Alter, das ist ja eine Sauerei. Kling, kling. Kling, kling. Ich hab schon so aus Joke gesagt, aber ich werde wahrscheinlich durchziehen. Alpha 20 werde ich eine Challenge machen. Und zwar, ich werde mir kein Backpack mehr bauen. Ich werde die Alpha 20 mit Standard-Inventar spielen. Oh, weia. Ich glaube, ich werde sterben. Also, virtuell. Da muss ich nämlich kicken, was ich loote. Und das gefällt mir überhaupt nicht. Ja, ja. Loot, das werde ich durchziehen. Also ich werde das versuchen. Ich meine, ich hab das im Kopf und werde das machen, aber ich scheue mich davor. Ich weiß doch, wie das enden tut. Dann dauert eine Quest dreimal so lang. Ich vor der Kiste stehe, was nehme ich mit und was lasse ich hier? Ich kenne mich doch. Kann noch nie sein. So, irgendwo hier Nasenelchen. Ich bin schon doof und dran. Ich lasse mir ihn spawnen. Spawny, Spawny, er ist unser Mann. Ja, ja, alles gut. Ich glaube, 7 Days Alpha 19 ist tot. Hühner. Hühner und Karnickel. Und Untote. Komm mal hier rüber. Leg dich mal hin. Bleib liegen. Du Schmuck. Mhm. Ja, wie gesagt. Ich kann mir echt nicht erinnern, wenn ich das letzte Mal einen Reh gesehen habe. Also, trotz wie Folgen oder so. Dann vorbeigefahren. Einfach ignoriert. Ich kann mir noch einfach 18 erinnern, da bist du wirklich hier. Da ist jemand gewesen, dann war da eins, da. Jetzt nicht ein einziges. Auch kein Schwein oder so. Also irgendwie haben sie den Spawn verkackt. Und ich muss, denk daran, das ist schon die Stable, ne? Also ist keine experimentell. Also ganz Stable, also... Fehlerfrei möchte ich bezweifeln. Loot. Naja. Okay, was habe ich erwartet? Wenn ich schon mal hier bin, kann ich ruhig mal hier durchfliehen. Hä? Gehört, aber ich sehe dich nicht.
Es ist ein Feral. Ich glaube, ein dummer Feral. Mann, ist der dumm. Ach, er hat sich geduckt. Jetzt schläft. Ui, er hat sich durchgebackt. So viele zu fehlerfrei. Löft. Hat sich bestimmt gedacht, wenn ich das kann, dann er das auch. Die Schule ist heute beendet. Gehen Sie alle nach Hause. Hier gibt's nichts zu sehen. Er drinne. Oh, Loot. Geh auf. Ich hab doch was hier. Ich muss mal was gucken. Eins. Zwei Rezepte. Dann habe ich alle. Ich bin noch ein Sammler, nicht bloß vom Loot. Mann, ist der Dickmann. Und er kotzt. Er hat angefangen. Er hat mich angespuckt. Ich hab es auf Video. Penner. Okay, hat sie auch nicht gelohnt. Schwabbel. Spider-Man. Hey, hey, nicht so schnell rennen. Wisch, wisch. Glatt. Kannst sie verletzen. Feucht, ich hörte kloppen. Sieh dick an. Hört sich gerade an, als ob sich da jemand auf der Fresse gepackt hat. Und jetzt der Schüssel im Rücken kriegt und in die Kopf. Alter, du lässt dich ganz schön gehen. Lol. Naja. Jo, was hast du denn hier? Okay. Ja, okay, in Schule. Was hab ich erwartet? Eigentlich Eier hol, ist das Lehrerzimmer. Ich kann das doch ja nicht anders ertragen. Der Tresor? Munition und Bumme und Ersatzteile. Jeet. Sogar rennt hier durch die Schule. Da kann ich alle kompostieren. Könnt ihr den Schrank übersehen? Wand. Schrankwand. Ich hab erstmal repariert. So. Wenn wir mal ganz schnell hier umdisponieren. Dann ist nämlich das auch geklärt. Kannst du ja nur eine drin machen, eine Mod. Nee, das wollte ich doch ja nicht. Wollte ich doch anziehen. Ey, lass sie mir anziehen. Hier. Oh. Schnicke. Naja, dadurch, dass es bloß noch zwei Bücher sind, die mir fehlen, wird jetzt das schwierig, die zu finden. Nicht übersehen, Junge. Und er spuckt schon wieder. Und ich hab schon wieder einen Spider-Man. Ja. Warte mal kurz. Ja, ist doch gut. Sieh dir meine neue Hose an. Die hat ja gerade angekotzt. Was für ein Drecksau.
Wenn ihn drei Leute in einen Raum, da muss der beste Scheiß drin sein, was geht. Ich sag dazu nichts. Es ist Honig. Was haben die hier drin gemacht? Ja, wahrscheinlich ist es ganz gut, dass wir nie wissen. So ein Kopfkino ist ja ekelhaft. Er ist voluminös. Der Penner hat mich gekratzt. So habe ich auch. Ja, ich habe Bandagen mit bei. Müsste alle da hochheilen. Alle gut, ja. Komm vor, wenn du was vorzutragen hast. Bei ihm kann es eine Weile dauern. Oh, nicht schon wieder. Ich hasse die. Ich hasse die. Ich bin von denen ungehalten. Mhm. Ja, hier ist nichts. Nicht. Denn hier los. Mhm. Saubere Sache. Hallo. Hast du mal ein Buch für mich? Ja, hat sie aber falsche. Das kannte ich schon. Nein! Konnte das passieren? Ich weiß es nicht. Sieht mir doch ja nicht ähnlich. Er sieht aus wie mein Monitor. Gut. Ich würde mal sagen, hier sind wir durch. Und wird nicht mehr sein. Na gut. Bringen wir den ganzen Schnurz nach Hause. Ich habe einen Raum übersehen. Ju. Kein Problem. Den habe ich letztes Mal schon übersehen. Ist nur eine Bandage, aber muss ich trotzdem bluten. Oh. Du kommst mit mir, ob du willst oder nicht. Jetzt sind wir aber durch. Sind wir doch, oder? Habe ich noch irgendwas vergessen? Nee, alle durch. Fix und fertig. Ja. Yep. Ja. Welche Seite? Und da lang. Nur mal die Busche drauf. Ja, keine Busche. Die sind schon früh abgehauen. Nein. Kommt wieder zurück. Ich muss euch looten. Na, ich sag mal, der Bus ist abgefahren, wa? Naja, gut. Dann bringen wir das nach Hause. Ja, ich sortiere die ganze Schose. Morgen werden wir mal kicken, dass wir ein bisschen Eisenwille haben. Muss ja auch Sinn. Wird schon funktionieren. Und dann bauen wir die ganze Schose weiter auf und reparieren. Und der Schandfleck, der muss hoch weg. Dann sind nämlich auch die Zombies weg. Weg sind sie. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wie gesagt, Däumchen, Träumchen. Abonniert den Kanal, unterstützt ihn. Tun mir gefallen. Und wir sehen uns dann quasi. Was ist denn hier los? Ich hab jetzt so Affe tot.
Wir sehen uns dann morgen wieder. Selbe Stelle, selbe Welle. Und machen dieselbe Waffe, die ganze Zeit machen. Wir versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen. Klappt es besser. Also, bis dann. Ich bin raus. Tschüss.